Darf man Anwendungen wie WhatsApp oder Facebook in Jugendbeteiligungsprojekten trotz der datenschutzrechtlichen Hürden verwenden? Welche Möglichkeiten gibt es? Rechtlich problematisch ist die Nutzung von WhatsApp aus den schon genannten Gründen. Wenn die Arbeitgeber die Nutzung von WhatsApp zu dienstlichen Zwecken, insbesondere zur personenbezogenen Datenverarbeitung, im Vorfeld untersagt hat, dann müssten sie wegen einer personenbezogenen Datenverarbeitung mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen bei der dienstlichen Nutzung von WhatsApp. Verantwortlich im Sinne der DSGVO ist wahrscheinlich der Arbeitgeber. Die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit ist unabhängig davon zu betrachten, wer die Nutzung eines unsicheren Kommunikationsweges initiiert hat. Eine Geldbuße nach der DSGVO könnte gegen die Mitarbeiterin nicht verhängt werden. Wenn sie entgegen einer entsprechenden Weisung WhatsApp gegenüber den Jugendlichen zu dienstlichen, datenverarbeitenden Zwecken genutzt haben, könnten sie sich unter Umständen gegenüber dem Arbeitgeber schadensersatzpflichtig machen. Der generelle Konsens eigentlich, wann ist WhatsApp wirklich nutzbar und damit auch die Synchronisation zu Facebook, ist eigentlich, dass auf den Smartphones WhatsApp in einer Sandbox betrieben werden muss. Das heißt also, eine Sandbox ist ein abgeschlossener Bereich, in dem sich die Programme abspielen. Das heißt also, WhatsApp ist in dieser Sandbox und erstmal abgeschlossen, hat keinen weiteren Zugriff zu Unternehmen, Handydaten und Kontaktdaten und vielleicht anderen E-Mails oder Bewegungsprofilen. Und man muss dann Stück für Stück in diese Sandbox den Kontakt einspielen, in das Telefonbuch dieser Sandbox, wer eingewilligt hat. Das heißt also, ich kann sehr genau kontrollieren. Und zum Beispiel gibt es Island, das ist ein Beta-Sandbox-Tool für Android, das hier genau diese Möglichkeit bietet. So hat man dann letztlich die Kontrolle, kann sagen, für meine professionelle Arbeit auf diesem Handy habe ich diese Telefonkontakte, die kann ich Stück für Stück in die Sandbox spielen und das sind meine verlässlichen Kontakte, die ich per WhatsApp bedienen kann. Hier muss eben auch sehr genau aufgeklärt werden, was passiert eigentlich mit meinen Daten, die ich jetzt hier verarbeite, und wohin, mit wem teile ich sie, wohin schicke ich sie, was machen die eigentlich mit diesen Daten. Datensparsamkeit heißt eben auch genau zu gucken, wie viele Daten brauche ich, um mein Projekt gut umzusetzen von einzelnen Menschen.